Hallo alle zusammen und herzlich willkommen in meinem heutigen Vlog. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, waren wir letztes Wochenende ganz spontan in Italien, genau genommen in Caorle auf dem Campingplatz Santa Margherita, der sich wirklich perfekt für Hunde eignet. Wir haben dann als allererstes mal einen Platz ausgesucht und diesen hier gefunden, im Schatten, also wirklich perfekt. Wobei man sagen muss, die meisten Plätze sind im Schatten und somit super für Hunde geeignet. Der Campingplatz verfügt zudem über einen eigenen Hundestrand, wo die Hunde eigentlich frei laufen. Da muss man sagen, dass auf dem Campingplatz die meisten Hunde auch ohne Leine rumlaufen, was wir als sehr entspannt empfunden haben, weil das ganze Miteinander wirklich sehr harmonisch und toll war. Die Hunde dürfen am Strand mit auf die Liege und wir sind dann als allererstes mal ins Wasser gegangen und haben uns abgekühlt. Anschließend ging es dann wieder zurück zu unserem Stellplatz, wo wir uns erstmal im Schatten ein bisschen ausgeruht haben. Milka und Toffi haben auch direkt zur Ruhe gefunden und haben erstmal ein kleines Mittagsschläfchen gemacht. Abends haben wir dann nochmal einen kleinen Ausflug in die Altstadt von Caorle gemacht, die, wie ihr sehen könnt, auch wirklich wunderschön ist. Caorle hat sehr viele bunte Häuser und diesen wunderschönen Turm. Man kann an der Promenade lang spazieren am Meer und es hat uns letztes Jahr schon so gut gefallen, dass wir dachten, wir müssen dieses Jahr auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Abends haben wir dann noch eine Pizza gegessen, die auch wirklich richtig, richtig lecker war. Milka und Toffi lagen die ganze Zeit ganz brav unter unseren Stühlen. Und so haben wir den Abend ausklingen lassen. Schön, oder? Ja, cool. Ich meine, wir gehen jetzt hier gerade zwar nicht am Hundestrand spazieren, der ist da hinten, aber es ist jetzt 7 Uhr oder 6:30 oder so. Da geht das halb eigentlich acht, noch oder? In der Regel. Hm? Halb acht? Halb acht, okay, oh, halb acht sogar. Ich finde die Sonne schon total hoch. Wenn nichts los ist, geht's eigentlich, voll, so erfahrungsgemäß. Und da es gestern geregnet hat, ist der Sonne voll angenehm zum Gehen. Aber ich finde krass, dass sie das hier alles umflügen, einmal, damit das glatt ist oder wieso, oder ja, wie den Müll da auch. Ja, wahrscheinlich. Nach einem ausgedehnten Morgenspaziergang am Strand sind wir dann wieder ganz gemütlich zurück zum Campingplatz gegangen, haben uns vor den Bus gesetzt und erstmal ganz in Ruhe gefrühstückt. Milka und Toffi waren natürlich schwimmen und konnten dann aber noch ganz in Ruhe in der Sonne trocknen und wir haben unseren Matcha-Latte und Croissants und so ein Pizzabrötchen gegessen. Das hat der Kevin sich noch geholt. Wir haben dann unsere Sachen im Anschluss zusammengepackt und sind noch ein letztes Mal an den Strand gegangen mit Milka und Toffi und danach ging es für uns auch schon weiter. Wir sind jetzt am Doggy Beach in Lignano, allerdings, riesengroßer Fail, haben wir keinen Parkplatz, wir finden hier einfach nichts. Deswegen, ich werde es mir auf jeden Fall mal gerade anschauen, der Kevin bleibt am Auto. Es sieht so schön aus, wir hätten es uns so gerne angeguckt. Vielleicht haben die da jetzt noch irgendwie einen Tipp zwecks Parken für uns. Das ist nämlich tatsächlich ein Beachclub, komplett für Hunde. Seht ihr diese eingezäunten Bereiche? Da könnt ihr mit eurem Hund relaxen und es sieht so schön aus. Jetzt müssen wir mal gucken, vielleicht finden wir hier wen und haben irgendwie Glück, dass sie uns einen Tipp geben können, zwecks Parken.
Aber ich glaube es fast nicht. Es gibt nämlich sogar einen Souvenirstand, eine Hundedusche. Also das ist so cool. Hier wollte ich schon länger mal hin, aber irgendwie... Naja, wir fragen da mal. So, schau mal, hier ist richtig ein Shop, wo man Spielzeug kaufen kann für seinen Hund, falls man das vergessen hat. Und hier ist eine Bar, ein Restaurant, einfach richtig cool. Ich gehe jetzt hier mal durch und zeige es euch. Oh, schaut mal. Hallo. Das ist auch ein Hund. Es ist so traumhaft, es sieht wirklich richtig schön aus. Und dann könnt ihr hier so einen Bereich buchen, quasi der eingezäunt ist mit euren Hunden und Schirm. Oh, er geht alleine baden. Süß. Ups, sorry. Alles gut. Wo ist das hier alle? So, da vorne gibt es noch Liegen, die wären nicht eingezäunt. Ja, aber das sieht schon alles sehr cool aus. Soll ich nochmal in die Richtung? Also wirklich super, super schön. So, wir sind jetzt gerade nochmal zu Fuß zum Doggy Beach gelaufen. Wir haben zwar noch einen Parkplatz gefunden, allerdings super weit weg. Und der Tag ist auch schon wieder gefühlt halb vorbei. Deswegen haben wir gedacht, weil der Eintritt doch relativ teuer ist, wir kommen nochmal einen anderen Tag wieder, wo wir dann wirklich den ganzen Tag hier verbringen. Wir wollen aber trotzdem uns das Ganze nochmal kurz angucken, vor allem Milka und Poppy nochmal kurz zeigen. Und Milka, komm! Und deswegen trinken wir gleich einfach irgendwie was Kühles oder essen Eis oder so. Genau. Da hinten ist die Rezeption. Ich war ja gerade schon da. Da kann man seinen Hund abduschen. Ja. Genau. Und ja, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, wir können direkt durchs Restaurant, oder? Ja. Da ist was zu trinken. Vielleicht will Milka mal kurz was trinken. Muss man wohl nicht sagen, dass hier der Hundestrand ist, oder? Ja. So, weiter mal ins Wasser. Und da sitzt. Aber das sind ja alle unklein, Tom, finde ich arg. Nein, das ist der Beko-Baum, wenn der weg ist. Wir stehen hier am Tagliamento-Fluss in Italien noch. Das ist so ein Fluss, da waren wir schon öfter, den solltet ihr kennen.
würde in einem Dachzelt. Würde ich jetzt auch niemals machen. In einem Dachzelt? Niemals. Kommen die alle und erstechen dich von der Seite. Ja, genau. Nee, das ist der Grund für mich, weshalb ich nicht im Dachzelt schlafen will. Ja, das stimmt. Nie, weil mir das unsicher ist. Oder dann ticken die dich an in der Nacht. Oder was? Lehne. Genau. Was denn? Die werden hier, aber warum geht man spazieren, wenn man keinen Hund hat? Das ist schon verdächtig. Kein normaler Mensch geht dann spazieren. Schreibt mal in den Kommentaren. Kennt ihr jemanden, der was spazieren geht ohne Hund? Oh mein Gott, das sind voll viele Mücken. Also Mücken, weg da mit euch. Zu? Ja. Was ist das noch? Warte, geh weg. Hat's ja noch ein bisschen müßig. Ja, gut, jetzt können wir das ja nochmal abmachen, oder? So halb. Wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Ich habe euch alle Orte noch einmal unten in der Infobox aufgeschrieben.